So, liebe Freunde, hallo und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed 2. So, wir sind stehen geblieben beim Dingens hier, beim, wie hießen der nochmal, wo man halt alles renoviert tut, beim Architekten, genau. Mann, manchmal fallen mir echt die simplesten Wörter nicht ein. Naja, und ich bin jetzt hier, ich habe geladen und komischerweise stand ich nicht beim Architekten, so wie wir bei der Aufnahme aufgehört haben, sondern stand irgendwo hier draußen. Naja, wie auch immer, wir gehen jetzt rein zum guten Onkel Mario und quatschen mal mit ihm eine Runde. Ich glaube, dass er jetzt uns so einiges zeigen wird und das ist interessant. Oh ja, und los geht's, sprechen. Ezio, mein Junge. Ich glaube, ich sollte dir endlich etwas zeigen. Na, dann folgen wir ihm mal. Wow, das geht aber ganz schön schnell. Wart auf mich, Onkelchen! Wir folgen ihm jetzt natürlich darunter und ihr könnt schon sehen, das ist wow, einfach nur geil. Dies ist unser Altarraum. Er wurde von meinem Urgroßvater erbaut, um das Angedenken der Assassinen zu ehren und ihre Geheimnisse zu schützen. Sieh dich um. Das sind die Assassinen, die in der Stunde der Not die Freiheit der Menschen schützten. Und das ist die Rüstung von Altair. Wenig ist über Altairs Leben bekannt. Doch seine Rüstung ist leicht und doch stark. Ich würde sie dir geben, aber ich weiß nicht wie. Mein Urgroßvater erzählte mir, dass sie verschlossen bleiben würde, bis all ihre Beschützer wieder komplett wären. Ich hörte Gerüchte über Krypten in ganz Italien. Versteckte Gräber mit Schätzen gefüllt, in denen diese 6 vor Jahrhunderten begraben wurden. Vielleicht hat das was damit zu tun. Als ich jünger war, suchte ich selbst nach den 6. Ohne Erfolg. Vielleicht hast du mehr Glück. Genau, und das ist das, was ich... Um perfekte Synchronität mit Ezio zu erreichen, brauchst du diese Rüstung. Genau. Weil man die natürlich, also wenn man die hat, ist man einfach, naja, nicht unverwundbar, aber die Rüstung kann nicht kaputt gehen, was die vom Schmied schon können. Und man hält einfach sau viel aus, hat maximale Gesundheit etc. etc. Einfach eine tolle Rüstung, sieht auch sehr, sehr gut aus. Und das ist das, was ich ja mal angesprochen habe in einem der Parts. Dass ich die auf jeden Fall holen werde. Dazu muss man Assassinengräber machen und die werde ich natürlich tun. Ich tun, tu, tun und wir machen. So, gut, auf zur nächsten Mission, würde ich sagen. Wo bin ich hier? Ach so, im Hinterhof. Was sagt ihr dazu? Soll ich schnell diese Statuen holen? Weil da haben wir schon vollständig. Da brauchen wir insgesamt noch 3. Nämlich hier haben wir schon eine drinne. Ich hol die mal eben fix. Ich weiß zwar nicht, wo die sind, aber so gut versteckt sind die ja auch wieder nicht. Moment, da war... Nee, das war das da, alles klar. Suchen wir einfach mal danach. So gut versteckt sind die, wie gesagt, nicht. Und ja, wir werden die schon finden. Weil ich glaube, dass man da relativ viel Geld rausholen kann. Und Waffen und so weiter haben ja auch Einfluss auf die Gesundheit und so weiter. Und es ist nicht schlecht, wenn man auf jeden Fall hierbei richtig gut ausgerüstet ist. Mal abgesehen von Altair seiner Rüstung. Da können ja auch die Waffen passen und dann ist das alles besser, verstehst du? So, ich mach mal hier aus, weil sonst ist es so finster, dass ich gar nichts sehe. Ach, guck mal, lol. Glück muss der Mensch haben. So, 2 noch. Einfach umgucken. Manche sind aber auch unten, also nicht nur auf den Dächern suchen, sondern auch unten suchen. Das Seltsame ist natürlich, ne, wenn die Statuen unten sind, ist das ein bisschen komisch, dass sie nicht einfach gefunden werden von den Leuten. Aber naja, ist ja ein Spiel, ne. Es braucht nicht Logik oder so. Oben ist natürlich was anderes, ne, weil nicht jeder kann so gut klettern wie der Ezio hier. Bitte, tu das nicht noch einmal, Freund. Ja, ja, Entschuldigung, war nicht Absicht. Aber immer unglaublich frech werden hier die Zivilisten.
So, mal gucken. Wo war ich noch nicht? Wo wäre es sinnvoll zu suchen? Lass mal überlegen. Wir müssen eigentlich nur an die Orte gehen, wo wir noch nicht so oft waren. Und immer gut gucken mit dem Adlerauge, weil das hebt das Ganze nochmal hervor. Moment, wir haben das gleich, Freunde. Wir haben das gleich. Bisschen Geduld. Normalerweise, ich wollte ja keine Nebenmission machen, aber das ist nicht so unbedingt eine Nebenmission, weil das ist ja eigentlich gar keine Mission. Wir sammeln ja nur die Statuen ein. Das kann man ja machen, das ist nicht so schlimm. Und wenn das, wem das zu lang dauert, der kann ja vorspulen oder sowas. Das ist ja nicht so ein Drama. Aber ich finde die gerade nicht. Das gibt's doch nicht. Früher hatte ich die immer so schnell. So, da sind wir wieder beim Eingang. Moment. Soweit ich weiß, war da drüben eine. Die habe ich aber, glaube ich, schon geholt. Wir haben ja beim letzten Mal in der letzten Aufnahme... Ach, da sehe ich eine. Da oben habe ich jetzt eine gesehen, Freunde. Genau hier oben. Scheiße, da komme ich nicht hoch. Dann nehmen wir eben die Treppe. So, da. So, eine einzige brauchen wir noch. Und die letzte ist bekanntlich immer die schwerste zu finden. Das ist, ja, Standard. Boah, wisst ihr, an was mich das gerade erinnert? Dieses Suchen der Statuen. Ich habe ja auf der PS2 ein Naruto Shippuden-Spiel. Wobei, war das Naruto Shippuden? Ich bin mir gerade nicht sicher. Das kann auch das normale Naruto sein. Auf jeden Fall, ich habe das nie durchgespielt, weil mir das nicht so gut gefallen hat. Und seitdem habe ich mir auch nie wieder ein Naruto-Spiel gekauft. Obwohl die späteren wirklich anscheinend gut sind, weil die Kritik der Leute, die durch... Ach, ich habe eine gesehen, glaube ich. Da hinten. Yep, da ist sie. Und da musste man in der Stadt nach Kindern Ausschau halten. Also, was heißt nach Kindern? Nach, ja, Kindern kann man eigentlich schon sagen. Nach den ganzen Genins, für die Naruto nicht kennen, für die wird die Begriffe jetzt total komisch klingen und so weiter, aber ich denke mal, die meisten von euch kennen das eh. Ja. War auf jeden Fall anstrengend. Das hat mich an das erinnert, aber es war noch schlimmer. Weil die Stadt um einiges größer war als wir hier. So, Adlauge, Moment, sehe ich da unten tatsächlich noch eine Figur? Nee, was ist denn das? Wieso blinkt denn das so komisch? Doch, das ist eine Figur. Ich dachte, wir hätten alle. Oh, scheiße. So, jetzt haben wir aber alle. Lol, das war ja total Zufall, dass ich die noch gesehen habe. Nö, wieso Verstand verloren? Ich mache nur Übungen. Leibesübungen. Ist gesund. Na, auf jeden Fall, was soll ich sagen? Das Spiel war irgendwie anstrengend. Später sollen die Spiele aber besser geworden sein, angeblich. Aber ich hatte irgendwie gar keine Lust, mir irgendwie noch irgendwas in dieser Richtung zu kaufen. Da fand ich die Dragon Ball Spiele um einiges besser. Wobei ich auch hier sagen muss, dass manche echt eine Enttäuschung waren. Mir gefielen ja die Denkai-Chi-Spiele am besten. Und wo renne ich hin? Da wollte ich auch gar nicht hin. Mir gefielen die Denkai-Chi-Spiele am besten. Weil die Kamera an sich geil war. Man hat so irgendwie das Gefühl gehabt, als wäre man in der Serie drin gewesen. Und dann gab es ja die Spiele, die so oldschool waren, ne? Also von links nach rechts, wie halt jedes Street Fighter, Pipapo, Tekken und so weiter. Und hast nicht gesehen, die haben mir nicht so gefallen. Anfangs schon, aber später dann nicht mehr. Ich meine, wenn man was besser macht, sollte man das auch belassen dabei. Ja, ist ja gut, ich möchte es einsetzen. Hä? Ich hab doch gerade mit euch drei Statuen gefunden, Freunde, oder? Eindeutig sogar, ich habe drei Statuen gefunden. Da bin ich mir sicher. Habe ich echt nur zwei gefunden, Leute? Seht ihr das? Es sind 2000 drin. Nee, komm, wir sammeln die eine noch. Aber wieso? Ich habe doch eindeutig drei gesammelt. Ich bin mir ziemlich sicher sogar. Oder habe ich wirklich... Naja, das Spiel wird sich ja nicht irren, wenn, dann irre ich mich. Also habe ich tatsächlich nur zwei gefunden. Mir kam es vor, als hätte ich drei gefunden. Nee, habe ich aber nicht. Ja gut, die eine finden wir ja jetzt eh viel. Aber ich habe doch eindeutig drei gefunden, Mann.
Ernsthaft? Will ich mir das ein? Jetzt muss man das nachher auf der Aufnahme angucken. Das gibt's doch nicht. Doch, Freunde, wir haben 3 gefunden. Ich kann mich sogar exakt daran erinnern. Das kann doch nicht sein. Moment, was sehe ich da? Ach so, nur eine Flagge. Komm, nimm das. Oder ich verwechsel das mit dem da, dass ich vorhin irgendwas aufgehoben habe und irgendwie mir mein Unterbewusstsein sagte, das ist eine Statue. Einfach scheiße, ich habe vergessen, mich offline zu stellen. Ach, macht nichts. Nicht so schlimm. Hab vorhin nämlich eine Runde God of War Multiplayer gezockt. Aber irgendwie macht das Spiel nicht mehr so viel Fun. Aber ich werde da auch noch ein paar Parts bringen. Aha, was ist das? Ach so. Wieder nur eine Kiste. Aber komm, die eine Statue suchen wir natürlich noch, weil das wäre ja Schwachsinn. La 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 la. Lo 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 lo. Aha, was ist das da oben? Ach, wieder nur eine Flagge. Meine Güte, zu viele Flaggen. Ich habe die nie wirklich gesammelt, muss ich auch dazu sagen. Mich würde interessieren, wo ich gerade in der Stadt bin. Es ist so dunkel, dass ich nicht erkennen kann, wo ich bin. Ah, da. So, wir finden sie. Ja, zu God of War wollte ich noch sagen, ist ziemlich langweilig geworden, das Spiel. Weil es gab jetzt ein DLC, aber so viel, ich rede jetzt vom Multiplayer, ne? Also nicht vom Story-Modus, sondern vom Multiplayer. Und es gab ein DLC, da hat man neue Maps bekommen. Allerdings nur im 8-Spieler. Da gab es neue Maps und im 4-Spieler nicht. Und das hat mich ein bisschen aufgeregt, ehrlich gesagt, weil ich nur den 4-Spieler spiele und der 8-Spieler mir überhaupt nicht gefällt. Der ist so unübersichtlich und langweilig. Da triffst du kaum auf Gegner, du musst ewig deine Gegner suchen. Und das ganze Spiel besteht nur aus Kisten aufmachen. Das ist langweilig, das kommt mir irgendwie vor, so wie Farmen oder so ein Scheiß. Da habe ich überhaupt keinen Bock darauf gehabt, Freunde. Auf jeden Fall, der Modus gefällt mir überhaupt nicht und der zu viert ist, ja, es geht. Also er ist schon geil, aber auf Dauer wird er einfach langweilig, wenn man immer nur einen Modus spielt und die anderen dir überhaupt nicht gefallen. Ja, dann ist logisch, oder, dass das ganze Spiel dann, ach, da ist die Statue, dass das ganze Spiel dann nicht unbedingt lange hält. So, auf geht's zurück, wir haben's. So, kurz mal gucken, wo bin ich? Ah, Mythenschaffer, siehst du, haben wir sogar eine Trophäe erhalten dafür, dass wir alle gesammelt haben. Das ist doch was. Boah, wo ist denn hier der Aufgang zu der Villa? Moment, ich muss nur hier in die Mitte laufen und dann müsste ich es eigentlich gleich sehen. Na bitte. So. Ich liebe Montreal, ist absolut meine Lieblingsstadt. Die ist so klein, aber dennoch schön und ich weiß nicht, die gefällt mir so richtig gut. Die ist so harmonisch. Obwohl es hier mal wirklich ein bisschen mehr Sonne geben könnte, ist es immer so furchtbar dunkel. So, jetzt haben wir es, Freunde, jetzt haben wir es. Was ist da drin? Ebenfalls 2000. Ja, passt doch. Ist, wir haben alle 3 aufgemacht, also insgesamt 6000 Flori erhalten. Passt doch. Also ich finde das schön. Und Statuen sammeln finde ich jetzt überhaupt nicht stressig. Nur ein bisschen zäh zu kommentieren, weil man halt nichts Besonderes macht, aber sonst sehr, sehr angenehm. So, auf zur Mission. Ja, ja, Elixier aus Blei und Granat, irgendwas. Keine Ahnung, den Rest habe ich nicht verstanden, da war ich schon zu weit weg. So, wie weit ist denn das? Da werden wir sich ein Pferdchen holen. Moment, was sehe ich da links? Ach, so eine Flagge. Ja, komm, die holen wir uns gleich mal, wenn wir schon dabei sind. Ah, nee, das ist gar keine Flagge, das ist eine Kiste. Ja, komm, holen wir uns schnell.